Schöne, Herr Professor. Ah ja. Bitte schön. Kann ich Ihnen was bringen? Nein, danke schön. Womit kann ich Ihnen dienen, nehmen Sie Platz? Haben Sie sich bei uns in der Sachsen-Team schon ein wenig eingelebt? Also, Ihr Team, ich kann Ihnen nur dazu gratulieren. Es gefällt mir wesentlich besser als erwartet. Hoffentlich bleibt das die nächsten 6 Monate so. Von mir aus gerne länger. Ich will ehrlich zu Ihnen sein. Ich habe um dieses Gespräch gebeten, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, längerfristig bei Ihnen zu bleiben. Vorausgesetzt, Sie wollen mich. Fachlich gesehen, ja. Aber Sie wissen, ich stehe bei Dr. Heilmann im Wort. Er hat 6 Monate Zeit zu entscheiden, ob er wieder als Chefarzt arbeiten will. Ich will Sie nicht bedrängen, aber ich möchte gern rechtzeitig wissen, ob ich bei Ihnen eine Perspektive habe. Wenn Dr. Heilmann bei seiner Entscheidung bleibt, auf alle Fälle. Dennoch, ich möchte jetzt schon einige Dinge anschieben, die die Klinik voranbringen. Sie wissen, ich fördere alle Initiativen meiner Mitarbeiter, wenn sie im Interesse unserer Klinik sind. Gut. Es ist mal wieder spät geworden gestern. Ich war noch was trinken. Das wird ja wohl erlaubt sein an einem langen Tag. Passiert nur leider ein bisschen häufig in letzter Zeit. Soll ich dich in Zukunft um Erlaubnis bitten? Markus ist mal wieder zu schnell gefahren. Aber diesmal zahlt er die Strafe selbst. Geht das nicht übernehmen? Wie viel ist es denn? Seit wann bist du so großzügig unseren Zahlen gegenüber? Das sind 50 Euro, die zahlt er. Markus ist dein bester Freund. Das mag ja sein. Aber ich finde, manchmal sollte man Freundschaft und Geschäft trennen. Ich denke, das sieht er auch so. Bist du überhaupt sicher, dass er es war? So, ja. Ich habe die Fahrtenschreiber kontrolliert. Gut, ich rede nochmal mit ihm. Schwester, ich bin kurz davor, Sie zu fragen, ob ich nicht auch einen kriege. Dazu müssten Sie erst unser Patient werden, Herr Doktor. Aber wenn Sie mich heute Abend zum Essen einladen, überlege ich es mir vielleicht. Ich soll dich schon wieder einladen? Was heißt schon wieder? Ich muss doch irgendeinen Vorteil davon haben, mit einem gut verdienenden Arzt zusammen zu sein. Also gut verdient, davon wüsste ich. Wir können gerne die Gehälter tauschen. Außerdem wirst du bestimmt noch mal Chefarzt. Enttäusch mich nicht. Gut, dass du endlich die Maske fallen lässt. Pass auf, sonst nehme ich mir noch eine andere. Wir sollen mir Konkurrenz machen. Frau Dr. Eichhorn, können Sie mir einen riesen Gefallen tun? Ja, worum geht's? Dr. Schöner hat Sie doch für die Magenresektion eingeteilt. Und Sie wissen doch, wie selten die ist. Ich bräuchte die noch für meinen OP-Katalog. Könnten Sie die OP an mich abtreten? Ach. Bitte. Überredet. Ich frage den Chef. Und was bekomme ich dafür? Was halten Sie davon, wenn Sie mit mir und Arso essen gehen? Auf meine Kosten. Heute kann ich leider nicht, aber ich komme drauf zurück, ja? Tschüss. Was fällt dir ein, die Eichhorn zu fragen, ob sie mit uns essen will? Du weißt doch ganz genau, dass ich sie nicht mag. Deshalb habe ich sie eingeladen. Danke. Möchtest du heute Nacht auf dem Sofa schlafen? Meine Eifersucht ist einfach... Sie ist nett und hilfsbereit. Ihr solltet wirklich versuchen, miteinander auszukommen. Und warum? Weil wir uns als Kollegen respektieren sollten. Da muss man manchmal über seinen Schatten springen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich dachte, er ist zur Seite gegangen. Markus, das weiß ich so. Ich spreche mit Kollegen. Wo bleibt denn nur der Rettungswagen? Keine Ahnung. Hier. Ja, ganz ruhig. Mach doch irgendwas, dann ruf halt noch mal an. Florian? Florian! Was? Ich kann seinen Puls nicht mehr fühlen. Alles vorbereitet? Ja. Ich wüsste gar nicht, dass du heute fährst. Hat das viel Blut verloren? Ja, ziemlich. Hast du schon abgenommen? Ja. Schwester ins Labor damit. Er war schon bewusstlos, als ich kam. Offene Schienbeinkopffraktur. Sieht ziemlich übel aus. Dann sollten wir uns beeilen. Was haben wir denn hier für ein Gedudel im OP? Dr. Schöne meint, dass es ihm hilft, sich zu konzentrieren. Ihm vielleicht, mir nicht. Oder bestehst du drauf, Katrin? Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Aber du bist der Boss. Nicht mehr. War immerhin der Operateur. Ihm scheint die Musik ja ganz besonders gut zu gefallen. Ja, mir gefällt's. Aber wenn es Sie stört, bevor Sie einen Fehler machen... Musik aus. Ach, herrlich. Das kann ja noch eine Weile dauern. Ist er stabil? Bis jetzt noch. Mir macht Sorgen, dass er so viel Blut verloren hat. Also Beeilung. Ich hab's Ihnen doch prophezeit. Heilmann wird für Simoni immer die Nummer 1 bleiben. Sie sind nur sein Lückenbüßer. Darum müssen wir Heilmann ja auch loswerden.
Und wie? Bisher haben Ihre Maßnahmen nichts gebracht. Gemacht, gemacht. Ich arbeite daran. Dr. Heimann kriege ich dazu, dass er freiwillig geht. Und dann wird Brentano, sein Liebling, auch bald seinen Hut nehmen. Es wäre allerdings schön, wenn Brentano und seine vorlaute Freundin sich die Wohnung nicht mehr leisten könnten. Dann wäre ich sie als Nachbarn los. Schön, wenn ich Ihnen eine Freude machen kann. Wir brauchen Ergebnisse. Simoni ist nicht dumm. Wenn der mitbekommt, was wir hier vorhaben... Das wird der Erste, wenn es zu spät ist und wir die Klinik leiten. Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Marquardt. Wir schaffen das. Dr. Eichhorn haben wir schon auf unserer Seite. Und jetzt sollten wir den nächsten Teil unseres Plans starten. Ich brauche den neuen Hautlaser. Wie soll ich Simoni die Anschaffung eines Gerätes erklären, das einen sechsstelligen Eurobetrag verschlingt? Am besten gar nicht. Setzen Sie das Gerät einfach auf die Investitionsliste. Und ich sorge dann dafür, dass wir zahlungskräftige Privatpatienten bekommen, die sich von mir und Dr. Eichhorn gern verjüngen lassen. Auf Ihr Risiko. Dann sind wir uns ja einig. Sie besorgen das Gerät und ich kümmere mich um Heimann und Simoni. Und schon was Neues? Ich habe ihn wirklich nicht gesehen. Ich habe in den 12 Jahren bei dir keinen einzigen Unfall gebaut. Weiß ich doch. Aua. Heimann. Tag. Ihr Mann hat sich bei dem Unfall einen sehr komplizierten Schienbeinbruch zugezogen. Wir haben ihn operiert und hoffen, dass wir das Bein retten können. Was heißt denn hier hoffen? Der Florian wird doch wieder, oder? Wenn keine Komplikationen auftreten, wir müssen abwarten. Kann ich ihn sehen? Ich bringe Sie zu ihm. Dr. Heimann. Schön, dass Sie sprechen. Schwester Yvonne zeigt Ihnen den Weg, Herr Bauer. Ich komme dann gleich nach. Kommen Sie bitte. Grüß ihn von mir. Ja? Sie wollten mich sprechen? Setzen Sie sich. Wie war Ihr Tag bisher? Diverse Neueinlieferungen, volle Station, gerade eben noch eine sehr komplizierte offene Schienbeinkopffraktur. Normales Programm. Und Besserung ist leider nicht in Sicht. Da fragt man sich doch manchmal, wie lange man das noch mitmachen will. Ja, ich beklage mich ja nicht. Ich liebe meinen Beruf umso mehr, seit ich wieder Oberarzt bin. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber sagen Sie, was soll Ihre Perspektive sein bis zur Rente? Ja, wenn nichts dazwischen kommt. Viele Oberärzte in meiner alten Klinik haben sich irgendwann für eine eigene Praxis entschieden. Von denen hat es keiner bereut. Weniger Stress, ganz gutes Geld. Also, den ganzen Tag Rezepte ausschreiben. Eine Privatpraxis wäre nichts für mich. Außerdem, mir gefällt es hier an der Sachsenklinik immer noch sehr gut. Dann hoffe ich, dass es auch in Zukunft so bleibt. Sonst noch was? Nein. Dr. Heimann, ab sofort möchte ich über jeden Ihrer Fälle informiert werden. Ich will Sie ein bisschen vom normalen Tagesgeschäft entlasten. Sie sind der Chefarzt. Hast du große Schmerzen? Es geht. Mit den Schmerzmitteln ist es auszuhalten. Jetzt mach dir mal keine Sorgen, das wird schon wieder. Wo ist denn Markus? Jetzt zurück in die Spedition. Aber ich soll dich natürlich ganz lieb grüßen. Ich glaube, er macht sich Sorgen, dass du ihm die Schuld gibst. Aber es war nicht seine Schuld. Ich bin einfach nicht schnell genug auf die Rampe gekommen. Ruf ihn an. Sag ihm, dass er herkommen soll. Jetzt ruh dich doch erstmal aus. Ich sag ihm schon, dass du nicht sauer bist. Ich möchte ihm aber gerne selber sagen. Jetzt lass uns doch erstmal abwarten, was mit deinem Bein ist. Mit dem Bein wird schon alles gut gehen. Ja, und wenn nicht? Dann ist es auch nicht seine Schuld. Jetzt tu mir bitte den Gefallen und ruf ihn an. Hast du seine Nummer? Ich habe mein Handy in der Aufregung liegen lassen. Mein Telefon ist in der Jacke. Die hat die Schwester bestimmt in den Schrank gehängt. Du kannst so stur sein. Ja, das glaubt man überhaupt nicht. Du warst gestern Abend im Kino? Ich dachte, du warst eintrinkt. War ich auch. Aber erst nach dem Kino. Markus wollte unbedingt den Film sehen und da bin ich kurz entschlossen. Und wenn du telefonieren gehst, dann frag doch gleich mal, wie man den Apparat hier in Gang kriegt. Trauen Sie sich die Magenresektion nicht zu? Davon kann keine Rede sein. Das hätte mich jetzt auch wirklich irritiert. Immerhin werde ich Sie zu meiner Oberärztin machen. Danke. Sie wissen, wie sehr ich mich über das Angebot freue. Ich frage nur, weil Dr. Brentano die OP für seinen Facharzt braucht. Braucht der Patient einen erfahrenen Chirurgen nicht noch etwas nötiger? Dr. Brentano hat noch genügend Zeit, seinen Katalog zu vervollständigen. Ja, schon, aber er... Ende der Diskussion. Ich schätze Ihre Kollegialität. Aber lassen Sie die Personalentwicklung bitte meine Sorge sein. Ich bin gleich wieder da, einen Moment. Eichhorn, ist Dr. Schöne gar nicht da? Er sollte gleich zurückkommen. Ach naja, Sie wissen ja auch Bescheid. Sagen Sie, möchte er diesen Hautlaser oder den größeren? Tut mir leid, keine Ahnung. Aber seit wann sind Sie so spendabel? Den Laser, die neue Oberarztstelle? Man muss Prioritäten setzen. Außerdem, die neue Oberarztstelle ist ja kostenneutral, wird ja nur neu besetzt. Ich habe leider nicht so viel Zeit. Würden Sie Dr. Schöne bitte ausrichten, wenn er zurückkommt, dass er einmal kurz bei mir vorbeischaut? Jetzt versuchen Sie mal, Ihre Zehen zu bewegen.
Es ist wesentlich besser als befürchtet. Ihr könnt ihr Beine halten. Das ist immer eine gute Nachricht. Aber es wird noch eine Weile dauern, ehe sie wieder voll einsatzfähig sind. Ich werde es meiner Chefin sagen. Die wird nicht gerade begeistert sein. Ich schaffe die Arbeit auch eine Weile allein. Eine Sache gibt es noch. Ich will Sie nicht beunruhigen, aber Ihre Gefäße machen uns etwas Sorgen. Wir müssen Ihnen nochmal Blut abnehmen für ein paar Tests. Ich bin schon fertig. Kommen Sie rein. Dankeschön. Dann stehe ich da wie ein Mikrosnapol. Mein Bein bleibt dran. Zum Glück. Das hätte ich mir nie verziehen. Ich dir auch nicht. Wie du schon wieder drauf bist, kann es ja gar nicht so schlimm sein. Kann ich irgendwas für dich tun? Greif deine besten Freunde ein bisschen unter die Arme, dass der Laden nicht im Bach runtergeht. Versprochen. Bis nachher. Warst du gestern mit Florian im Kino? Ja, wieso? Nichts. Was denn? Ich dachte, er hat eine Affäre und hat dich nur als Vorwand benutzt. Florian war schon ewig nicht im Kino. Ja, ich habe ihn gefragt, ob er mitkommt. Sollte ich vielleicht auch mal wieder machen. Vergiss einfach, was ich gesagt habe. Komm, ich fahre dich. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Der Treffpunkt zwischen der Magenstumpfnaht und der Anastomosennaht ist der schwierigste Part. Hm. Aber das kriegen Sie hin. Möchte jemand? Dann setze ich mal frischen Kaffee auf. Was? Ich nehme auch ein Stück. Und der junge Kollege auch. Blutzucker steigert die Gedächtnisleistung. Da kann er sich besser merken, wie er die Resektion durchführen muss. Oh, tut mir leid, Dr. Brentano. Dr. Schöne hat den Tausch abgelehnt. Hat er was gegen mich? Natürlich nicht. Er meint nur, Sie hätten noch genug Zeit. Na, danke. Sie hätten mir die OP doch gegeben, oder? Ich habe damit nichts zu tun. Das entscheidet der Chefarzt. Nehmen Sie es nicht persönlich. Nehmen Sie doch noch einen. Nein, danke. Ist Ihnen eine Laus über die Leber gelaufen? Wieso? Ja, nur so. Doch so. Ich soll die noch ausrichten. Dr. Schöne braucht den Entlassungsbericht. Sie wissen schon, worum es geht. Ja, wird erledigt. Probleme? Nein, nein. Ich wollte mit Ihnen noch mal wegen eines OP-Tausches sprechen. Vielleicht sollten Sie da besser Dr. Schöne konsultieren. Nicht, dass er sich übergangen fühlt. Oh, Streuselkuchen. Na, das ist was Feines. Kaffee läuft schon durch. Hm? Dankeschön. Ich hol dir noch die Scheibe. Du machst jetzt Schluss und fährst nach Hause. Schon genug passiert heute. Und morgen hast du frei. Aber... Markus! Du hast jetzt Feierabend. Warum lassen Sie bei dem Patienten Bauer die Cholesterinwerte bestimmen? Der hat doch nur wirklich andere Sorgen. Er hat eine ausgeprägte Arteriosklerose in seinem Alter, eigentlich ungewöhnlich. Und wie sind die Werte? Das Labor hat sich noch nicht gemeldet. Dann machen Sie Druck! Ich bin es aus meiner alten Klinik nicht gewohnt, dass alles so lange dauert. Sonst noch was? Ich möchte meine Forschungsreihe fortführen und bräuchte nächste Woche dafür einen halben Tag frei. Ich denke, Sie wollen lernen, wie man operiert. Wollten Sie die Magenresektion gar nicht? Doch, aber meine Forschungsreihe... Sie müssen sich schon entscheiden, Herr Brentano. Wenn Sie Grundlagenforschung betreiben wollen, gehen Sie besser an die Uni. Forschung und Praxis schließen sich meines Wissens nach nicht aus. Wenn Sie hier bleiben wollen, lernen Sie von den Kollegen. Sie können gern bei der Resektion assistieren, wenn Sie Zeit haben. Die Klinik profitiert doch aber auch von den Forschungsergebnissen Dr. Brentanos. Aus der Sicht einer Anästhesistin mag das stimmen. Wie auch immer, überlegen Sie es sich. Nicht überlebt, wenn ihr was Ernstes passiert wäre. So, musst du nicht arbeiten? Nee. Was ist denn das? Mach's auf. Am Wochenende für zwei, Nizza. Irgendwas erzähl ich mal Reike. Ja, irgendwas wird dir schon einfallen, oder? Ich versuche mein Bestes. Sie hat mich gefragt, ob du eine Geliebte hast. Was hast du gesagt? Ja, nicht. Ich habe mich tierisch beschissen gefühlt. Du musst mit ihr reden. Oder willst du es nicht? Doch, aber... Ich weiß selber noch nicht so genau, was das mit uns beiden ist. Verstehe. Ich werde es dir sagen. Ich rede mit dir. Könnt ihr sie mal allein sprechen? Klar. Ich komme wieder, wenn ihr fertig seid.
Die Laboruntersuchung hat extrem hohe Cholesterinwerte in ihrem Blut ergeben. 400 Milligramm pro Deziliter. Bei einem Mann in ihrem Alter wären maximal 200 normal. Essen Sie sehr unregelmäßig viel Fastfood? Weder noch. Hat irgendjemand bei Ihnen in der Familie Probleme mit den Cholesterinwerten? Nicht, dass ich wüsste. Meine Mutter ist kerngesund. Mein Vater ist allerdings relativ früh verstorben. Woran? Herzinfarkt. Es könnte eine genetische Veranlagung sein. Das müssen wir untersuchen. Also nochmal Blut abnehmen. Das hohe Cholesterin könnte weitere Arterien verstopfen. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Machen Sie sich nicht so viele Gedanken. Ruhen Sie sich aus. Das war alles heute ein bisschen viel für Sie. Herr Yvonne, bringen Sie bitte die Blutprobe von Herrn Bauer persönlich ins Labor. Die Kollegen sollen sich beeilen. Wird erledigt. Danke. Darf ich mir mal ein paar Sachen bringen? Ja, na klar. Schön, danke. Der war gerade da. War ziemlich beunruhigt. Meine Cholesterinwerte sind zu hoch. Ich habe Markus freigegeben. Der war ziemlich mitgenommen von der ganzen Sache. Das kann man doch verstehen, oder? Ich fand es ein bisschen übertrieben. Was meinst du damit? Nichts. Nur so ein Gefühl. Hast du mit ihm gesprochen? Nein. Kannst du ja vielleicht mal machen. Wir kennen ihn ja inzwischen fast besser als ich. Ihr habt ja ziemlich viel zusammen gemacht in letzter Zeit. Was soll ich übergeben? Manchmal ergeben sich Dinge, mit dem man nie gerechnet hätte. Mareike. Möchtest du mir was sagen? War nicht so wichtig. Danke. Ist vielleicht gerade nicht der richtige Zeitpunkt, aber unser Vermieter vom Ferienhaus hat angerufen. Er hat gefragt, ob wir im Sommer wieder kommen wollen. Ich weiß nicht, was meinst du denn? Ich fand's da schön, aber vielleicht willst du ja nicht immer nur die Ostsee sehen, sondern mal was Neues erleben. Nee, wieso denn? Ich habe mich dort immer sehr wohl gefühlt. Das heißt, wir mieten es wieder? Ja. Ich glaube, das wird uns gut tun. Das stimmt. Morgen, Roland. Sag mal, was läuft zwischen dir und dem Schöner? Was soll denn da laufen? Seitdem der da ist, versucht er deine Arbeit mehr und mehr zu kontrollieren. Was steckt dahinter? Wie immer, auf die letzte Minute. Morgen, Arin. Jetzt ratet mal, wen ich gestern Abend in stiller Eintracht in einem sehr schicken Restaurant miteinander gesehen habe. Kommt ihr nie drauf? Soll ich ihn raten, wenn ich nicht drauf komme? Spielverderber. Und du? Sag's uns schon. Unseren Chefarzt und Sarah Marquardt. Und die beiden schienen sich bestens zu verstehen. Na, was die wohl aushecken. Aber als ein Rausschmiss. Seit wann leidest du unter Verfolgungswahn? Er versucht dich bei einem Behandlungsfehler zu ertappen, habe ich recht? Könnt ihr mich mal aufklären, was ich verpasst habe? Dr. Schöner hat was gegen Oberärzte, die 20 Jahre lang eine Stelle blockieren, hat er mir jedenfalls gestern durch die Blume gesagt. Er will freie Stellen. Ja. Und was wirst du dagegen tun? Du gehst sofort zu Professor Simoni und sagst ihm, dass du den Chefarztposten wieder haben willst. Das kommt nicht in Frage. Ich habe die Entscheidung getroffen, also habe ich die Konsequenzen zu tragen. Willst du dich jetzt rausmobben lassen? Dr. Schöne mobbt mich nicht raus. Ich vielleicht nicht, aber Dr. Brentano, den hat er nämlich auch auf dem Kicker. Ich kümmere mich drum. Kollegen, wir müssen. Wenn er mir helfen wollt, dann passt auf mich auf. Und sorgt dafür, dass ich nur kleine Fehler mache. Guten Morgen. Guten Morgen. Ist es ein guter Morgen? Ich habe gehört, es soll regnen. Blitzgewitter? Ich hoffe, es bleibt bei einem Schauer. Hm? Achim, dann würde ich aber an deiner Stelle das Cabrio zumachen. Oh, Achim. Was denn? Und. Warum bist du gestern nicht nochmal gekommen? Wir sehen, dass Mareike bei dir war, da wollte ich nicht stören. Hm? Wie hat sie reagiert? Wir haben noch nicht drüber geredet. Das hat sich nicht ergeben. Das war irgendwie nicht der richtige Zeitpunkt. Und wann ist der richtige Zeitpunkt? Im Urlaub am Strand? Du, Schatz, was ich dir sagen wollte, es ist zwar wunderschön hier, aber ich habe ein Verhältnis mit Markus und wir sollten uns trennen. Ich werde es ihr sagen. Wann? Gib mir noch ein bisschen Zeit. Nicht die Schwester kommt gleich. Na und? Oh Mann, weißt du, was ich glaube? Du schiebst Mareike vor, weil du Angst hast. Du bist doch Blödsinn. Ja, dann beweis es mir. Vielleicht habe ich auch einen Grund. Wir arbeiten beide für Mareike. Sollen wir uns als Arbeitslose glücklich die Händchen halten? Das ist es also. Dein bequemes Leben als Geschäftsführer im Laden deiner Frau ist in Gefahr. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin völlig durcheinander. Kannst du das nicht wenigstens ein bisschen verstehen? Du hattest Jahre Zeit für dein Coming-out. Und von mir verlangst du, dass ich innerhalb von ein paar Wochen mein ganzes Leben auf den Kopf stelle. Dann machen wir das jetzt so. Jetzt redet ihr selber miteinander und wenn ihr euch dann irgendwann mal geeinigt habt, dann rufst du mich an. Und heute noch, ist das klar? Gut, deine SMS klang so dringend. Ist jemand ausgefallen? Lass uns ins Büro gehen, ne? Ach, haben Sie im Moment Zeit? Für Sie immer. Was kann ich für Sie tun? Für mich müssen Sie nichts tun, sondern für sich. Bieten Sie Dr. Schön in nächster Zeit möglichst wenig Angriffsfläche. Ich weiß nicht, was genau Sie meinen. Was ich Ihnen jetzt sage, behalten Sie bitte für sich. Dr. Schön ist ein Machtmensch, der seine eigene Position absichern möchte. Das macht man, indem man persönliche Loyalitäten schafft und dafür muss man Position strategisch besetzen.
Und was hat das mit mir zu tun? Erstmal muss man seine Gegner loswerden und dann deren Posten den eigenen Leuten geben. Verstehen Sie, was ich meine? Warum sollte er mich loswerden wollen? Weil ich Sie zu oft gelobt habe. Er nimmt Ihnen übel, dass Sie mir gegenüber loyal sind. Mit Gefangenen, mit Klagen. Ich hasse so viel. Da geht es Ihnen wie mir. Aber gewinnen wird er nicht. Vermeiden Sie jede offene Konfrontation. Was ist mit Dr. Eichel? Meinen Sie, sie weiß von seinen Fehlern? Keine Ahnung. Ich denke, Dr. Schöne glaubt, dass Frauen ihm weniger gefährlich werden können. Darum fördert er sie. Dr. Heimann? Ja? Herr Bauer hat ständig kalte Hände und kalte Füße. Denken Sie daran, was Sie mir versprochen haben. Wann ist es ihm aufgefallen? Ihm fällt das überhaupt nicht mehr auf. Das scheint ein Dauerzustand zu sein. Vielleicht Probleme mit der Mikrozirkulation. Möglich. Du bist entlassen. Was? Wieso? Von wegen, Florian hat eine Affäre. Du bist die Affäre. Und ich, blöde Kuh, ich kam nicht drauf. Andererseits, mein eigener Mann und mein bester Freund, da muss man auch erstmal drauf kommen. Es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass du es so erfährst. Wie sollte ich denn dann erfahren? Gar nicht? Ich hatte Flo gebeten, mit dir darüber zu reden. Hat er aber nicht. Ist er zu feige? Vielleicht will er ja gar nicht. Das musst du ihn schon selber fragen. Ich muss ihn das nicht fragen. Ich kann dir sagen, warum er es nicht gemacht hat. Weil er bei mir bleiben will. So? Das macht dich also sicher? Markus, wir sind seit 5 Jahren verheiratet. Wir lieben uns. Lass ihn in Ruhe. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Du warst unser Trauzeuge. Vergessen? Na, Heike, ich weiß, die ganze Geschichte ist bestimmt unheimlich verletzend für dich, aber... Warum hast du es dann überhaupt gemacht? Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so verraten gefühlt. Unsere Freundschaft, die ist dir doch ein Scheiß wert. Das stimmt nicht. Sie ist mir sogar wahnsinnig viel wert. Dann beweis es mir. Markus, deine längste Beziehung. Wie lange hatten die gehalten? 1 Jahr? 1,5? Lohnt es sich dafür, meine Ehe kaputt zu machen? Ach, jetzt liegt plötzlich alles an mir, ja? Und was ist bitte mit Flo? Glaubst du im Ernst, ich hätte ihn verführt? Ich wollte kündigen, um ihm aus dem Weg zu gehen, aber er hat mich gebeten zu bleiben. Du hast die Wahl. Entweder du hältst dich von Florian fern oder du bist deinen Job los. Nicht dein Ernst. Na, Reike, bitte. Ich habe sie gesucht. Immer noch sauer wegen der OP? Nein. Ich habe sie wirklich 2-mal bei Dr. Schöne vorgeschlagen. Ich bin mir sicher, dass sie ihre Chance bald bekommen. Sobald sie die OP sein kann. Was soll das? Sie sind doch so mit Dr. Schöne. Ich weiß nicht, worauf Sie anspielen. Machen Sie mir bitte nichts vor. Was hat er Ihnen vorgeschlagen? Eine Stelle als Oberärztin? Das geht Sie doch wohl nichts an. Von mir aus können Sie gerne Oberärztin werden. Dass Sie dafür über Leichen gehen und in Kauf nehmen, dass Dr. Heimann seinen Job verliert, das wird Ihnen hier niemand verzeihen. Drucken Sie mir das bitte aus. Was gibt es Interessantes? Dr. Brentano hat mich auf eine Idee gebracht, im Fall Bauer. Störung der Mikrozirkulation. Wie immer bitte so schnell wie möglich, ja? Danke. Ach, das habe ich auch gesagt. Nur nicht so nett dabei gelächelt. Zeig mal. Dr. Schöne, Heimann hier. Sie hatten gesagt, ich sollte Sie informieren, falls ich auf etwas Neues im Fall Bauer stoße. Ist es heilbar? Das nicht, aber beherrschbar. Meine Kollegin wird es Ihnen erklären. Herr Bauer ist der Patient von Dr. Heimann. Ich denke, er sollte es ihm erklären. Herr Kollege. Die familiäre Hypercholesterinämie ist eine erbliche Stoffwechselkrankheit und durch diese Veranlagung haben Sie einfach ein wesentlich erhöhtes Risiko einer Arteriosklerose mit allen bekannten Risiken. Herzinfarkt. Wie bei meinem Vater. Genau, aber im Gegensatz zu damals können wir heute die Krankheit mit einem blutreinigenden Verfahren in den Griff bekommen. Diese sogenannte Help-Apherese können wir hier in der Klinik durchführen, alle 2 Wochen, 2 Stunden. Und es wird ihm bald wieder glänzend gehen. Seien Sie froh, dass wir das so früh diagnostiziert haben. Was könnte man sagen, dass dieser Unfall Ihnen das Leben gerettet hat? Sie kümmern sich um alles weiter. Dr. Heimann. Der Chef ist irgendwie merkwürdig drauf. Sie entschuldigen mich bitte. Wenn Sie die Behandlung ein paar Mal gemacht haben, werden Sie sich schnell dran gewöhnen. Danke. Ich bin wirklich froh, dass Sie mich behandeln und nicht Dr. Schöne. Verdauen Sie erstmal die Nachricht, reden Sie mit Ihrer Frau. Oder soll ich mit ihr sprechen? Nee, nee. Das können Sie mir nicht abnehmen. Ja, was würdest denn du machen, wenn ich dich betrügen würde? Ich würde dir die Augen auskratzen. Mit einem Mann. Oh. Rein hypothetisch. Wenn ich plötzlich mir nichts, dir nichts auf Männer stehe. Irritiert wäre ich schon. Irritiert? Naja, warum fragst du? Nur so. Komm, du fragst doch nie nur so. Ehrlich gesagt wäre es mir schnuppe, ob du mich mit einem Mann oder einer Frau betrügst. Ich will meinen Mann mit niemandem teilen. Für mich würde das fertig machen, wenn du was mit einer Dame anfängst. Mehr als
Heißt das, mit einem Typen darf ich, mit einer Frau nicht? Nee, das heißt nicht. Heißt das nicht. Hast du eigentlich Vorurteile gegenüber Homosexuellen? Nee, habe ich nicht. Kommst du und krimmst mir den Rücken ein? Bin schon im Bett. Wenn der Prophet nicht zum Berg, dann... Es heißt, wenn der Berg nicht zum Propheten kommt. Studierter Besserwisser. Ich war noch nicht fertig. Wenn du dich in unserem Bett schon medizinisch fortbilden musst, dann am lebenden Objekt. Und ich habe nichts dagegen, Herr Doktor, wenn diese Untersuchung Sie erregt. Tut mir leid, ich habe keine Lust. Du bist den ganzen Abend schon so unerträglich. Was ist los? Die Sache mit Dr. Schön und Dr. Eichhorn, die geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Super! Jetzt hat die Eichhorn schon geschafft, in unser Bett zu kommen. Vielleicht solltest du sie fragen, ob sie bei uns einziehen möchte. Würdest du mein Problem bitte ernst nehmen? Was wurmt dich eigentlich? Dass die Eichhorn Schönes Liebling ist und du nicht? Quatsch! Wer es glaubt? Gut so? Halt die Klappe und mach weiter. Nun, wir schaffen das schon. Markus. Es ist passiert. Mareike weiß von uns. Sie hat mich vor die Wahl gestellt. Entweder ich trenne mich von dir oder sie schmeißt mich raus. Wie, du wusstest das schon? Ich dachte, ihr habt nicht über uns geredet. Das haben wir auch nicht. Aber sie... Aber was? Ich rufe sie jetzt sofort an und sage ihr, sie herkommen soll. Nein, lass. Wir müssen erst reden. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass es aus ist. Was? Wir haben keine Zukunft. Wir haben nie eine. Aber das stimmt doch gar nicht. Doch. Du hast viel zu viel Angst. Du wirst dich nie für mich entscheiden. Was redest du denn da? Jetzt lass mich erst mal mit Mareike reden und dann können wir immer noch entscheiden, was wir machen. Ende auf Raten wird's keinem von uns. Markus! Sie haben mich gestern sehr enttäuscht. Was sollte denn diese Vorstellung bei Herrn Bauer? Habe ich Ihnen etwas getan? Herr Bauer ist der Patient von Dr. Heilmann. Er hat die richtige Diagnose gestellt. Normalerweise weiß ich Ihre Bescheidenheit zu schätzen. Aber zukünftig möchte ich Sie bitten, meinen Anweisungen zu folgen. Sonst müsste ich meine Entscheidung bezüglich der Oberarztstelle nochmals überdenken. Darüber wollte ich auch mit Ihnen sprechen. Ich kann Ihr Angebot nicht annehmen. Wie bitte? Ich habe mich doch wohl hoffentlich verhört. Ich möchte nicht auf Kosten anderer Karriere machen. Was meinen Sie damit? Es gibt keine Stelle. Und ich möchte nicht, dass jemand meinetwegen gehen muss. Setzt jemand solche Gerüchte in die Welt? Das sind üble Unterstellungen und ich rate Ihnen, Frau Dr. Eichhorn, hören Sie nicht darauf. Und vor allem verscherzen Sie es sich nicht mit mir, wenn Sie an der Sachsenklinik bleiben wollen. Guten Tag. Und wenn Frau Dr. Eichhorn einen Termin bei Dr. Schöne hat, heißt das nicht, dass Sie unter einer Decke stecken. Im Gegenteil, sie hat ihn gestern nur richtig auflaufen lassen. Und wenn das geplant war, um uns Sand in die Augen zu streuen? Warum fragen wir Sie nicht einfach? Wieso sollte sie uns die Wahrheit sagen? Dr. Schöne und Sie wissen doch, dass Sie beide nicht mit offenen Karten spielen können. Das sind nur Mutmaßungen. Aber... Oh, Stich? Also mich nicht. Ich war gerade dabei, den Kollegen zu erklären, dass wir uns bei der Beurteilung unserer Fälle von Fakten leiten lassen sollten und nicht von Spekulationen. Meine Patienten rufen. Ich muss ins Labor. Ich komme mit. Könnten Sie bitte noch einen Moment hier bleiben? Ich muss Sie sprechen. Ich weiß, dass Sie und Ihr Kollegen glauben, dass ich mit Dr. Schöne paktiere. Dem ist aber nicht so. Wenn Sie das sagen, glaube ich Ihnen das. Dr. Schöne hat die Fähigkeit, Menschen zu manipulieren. Seien Sie vorsichtig. Schon zu spät. Horst, der Fachbrief ist gleich fertig. Und? Hast du es dir überlegt? Ja. Aber anders als du denkst. Ich wollte dir nur sagen, dass ich mich von Florian getrennt habe. Aber arbeiten will ich hier trotzdem nicht mehr. Ich hoffe, ihr findet wieder zusammen. Warum sagst du mir das? Ich weiß, du glaubst es mir wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber unsere Freundschaft hat mir immer viel bedeutet. Ich wollte nie, dass sowas passiert. Soll ich jetzt Danke sagen? Tut mir leid, das kann ich nicht. Aber gewünscht hätte ich es mir trotzdem. Markus Hansen, Sie wissen ja, wie es geht.
Markus, ich bin's. Ruf mich bitte an. Du kannst doch nicht so einfach aus meinem Leben verschwinden. Markus, ich... Infarkt bei einer Dreigefäßerkrankung infolge der Hypercholesterinämie. Ein Bypass ist die einzige Möglichkeit, ihn zu retten. Warum versuchen Sie nicht erst eine Dilatation? Ja, weil das bei diesen langstreckigen Veränderungen keinen Sinn hat. Das Risiko einer Bypass-Operation ist wesentlich höher. Ich habe keine Lust, dass meine Klinik in die Schlagzeilen kommt, nur weil Ihnen ein Patient unter den Händen wegstirbt. Eine Dilatation wird dem Patienten Ihrer Klinik nicht helfen. Das werden wir ja sehen. Ich übernehme. Gut. Dr. Kreuzer, Sie assistieren mir. Mundschutz und Mütze für mich. Mundschutz und Mütze für Dr. Schöne. Frau Marquardt hat angerufen. Es geht um den Investitionsplan. Sie meint die Streichliste. Ja? Entschuldigung, Herr Professor, haben Sie kurz Zeit für mich? Für meine charmante Kollegin, die so selten bei mir vorbeischaut, habe ich eigentlich immer Zeit. Was sagt der Terminkalender? Kriegen wir das hin? Wir kriegen alles hin, Chef. Kein Problem. Bitte, Frau Dr. Eicher. Na, was kann ich für Sie tun? Meine Kündigung akzeptieren und mich bitte so schnell wie möglich aus meinem Vertrag entlassen. Gibt es dafür eine Begründung? Es sind verschiedene Sachen zusammengekommen. Ich habe immer gedacht, Sie fühlen sich in unserer Klinik sehr wohl. Tue ich doch auch, aber manchmal verändern sich Dinge. Zum Beispiel? Oh. Sie werden verstehen, dass ich Sie nicht einfach so gehen lassen kann. Es wäre wirklich ein großer Verlust für unser Haus. Wäre ein noch viel größerer Verlust, wenn andere Kollegen gehen müssten. Ich weiß von keinen bevorstehenden personellen Veränderungen. Haben Sie mit Dr. Schöner schon drüber gesprochen? Das ist ein Teil des Problems. Dr. Schöner und ich haben sehr unterschiedliche Auffassungen über Karriereplanung. Würde ein Gespräch zu dritt nützen? Das glaube ich nicht. Das ist wie in einem Fußballverein. Wenn man das Vertrauen des Trainers verloren hat, muss man gehen. Ich kann meine Arbeit aber ohne gegenseitiges Vertrauen nicht machen. Ich bitte Sie, überstürzen Sie nichts. Ich werde darüber noch mal gründlich nachdenken. Und dann sprechen wir uns noch mal in ein paar Tagen. Barbara? Ja? Sagen Sie Dr. Schöne, dass ich ihn sehen will. Sofort, Chef. Herr Dr. Heilmann? Ist die OP schon vorbei? Geht's mal, Mann. Es geht Ihnen den Umständen entsprechend, die OP läuft noch. Was machen Sie immer hier? Der Dr. Schöne hat die OP übernommen, der Chefarzt. Er ist ein exzellenter Chirurg. Was soll das heißen? Soll das heißen, dass er vielleicht stirbt? Durch den Eingriff hat jemand gute Chancen, dass er den Infarkt überlebt. Warum gehen Sie nicht in die Cafeteria oder in den Innenhof? Wir lassen Sie rufen, sobald die OP vorbei ist. Kennen Sie das Stück? Nein. Händel? Sie sind doch beide aus Leipzig, oder? Ja. Bach, weltliche Kantaten. Schafe können sicher weiden, wo ein guter Hirte wacht. Na, dann wollen wir mal. Kontrastmittel drin? Ja. Können Sie das erkennen? Der RCX ist doch langstreckig stenosiert. Eine Dilatation ist ausgeschlossen. Lag Dr. Heilmann richtig mit seiner Vermutung? Also doch einen Bypass. Sie brauchen mir keine Ratschläge zu geben. Ich weiß, was zu tun ist. Bereiten Sie alles für den Bypass vor. Ich finde die Musik übrigens sehr schön. Und so passend. Danke, dass du mich angerufen hast. Ich war so wütend auf ihn. Ich auch. Ich war auch wütend. Kann ich dir nicht verübeln. Und was machen wir jetzt? Sehen, was Florian will. Wir können nicht für ihn entscheiden. Was ist denn, wenn er das da drin nicht packt? Die OP ist vorüber. Ihr Mann wird jetzt auf die Intensivstation verlegt. Ja. Herr Professor Dr. Schöne ist da. Soll reinkommen. Kaffee? Das wäre. Nein, danke, Barbara. Nehmen Sie Platz.
Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie einige personelle Veränderungen in der Ärzteschaft planen. Veränderungen ergeben sich ständig im Leben. Was meinen Sie konkret? Diese Klinik ist nur so gut wie die Ärzte, die in ihr arbeiten. Und ich sehe keinerlei Veranlassung, die gegenwärtige Zusammensetzung des Teams zu verändern. Was Sie anderer Meinung sind, haben wir ein Problem. Da stimme ich Ihnen völlig zu. Ich habe diesbezüglich keinerlei Ambitionen. Dann wird es Ihnen sicher auch nicht schwerfallen, das den Kollegen in meiner Gegenwart mitzuteilen. Wollen Sie mich vorführen? Fühlen Sie sich vorgeführt? Ich muss mein Team leiten können, wie ich es für richtig halte. Wenn dies an der Sachsenklinik nicht möglich ist, sehe ich mich gezwungen, die Kündigung einzureichen. Ich bezweifle, dass dies in Ihrem Interesse ist, Herr Kollege. Wollen Sie mir drohen, Herr Dr. Schöne? Das war knapp, oder? Ihre Herzkranzgefäße waren schon zu stark verstopft. Wir mussten einen Bypass legen. Sie haben die OP gut überstanden. In nächster Zeit müssen Sie kürzer treten. Aber mit Hilfe der regelmäßigen Blutreinigung werden Sie wieder ein normales Leben führen können. Ich danke Ihnen. Und danken Sie Dr. Schöne, der hat Sie operiert. Was soll ich denn nur tun müssen? Obwohl der Chef manchmal so wirkt, als würde er sich gern die Verdienste von anderen um die Brust heften. In dem Falle nicht. Ihre Frau und Herr Hansen warten draußen. Wollen Sie keinen Besuch? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich möchte niemandem wehtun. Aber das geht wohl nicht. Ihr Mann möchte Sie sehen. Allein. Ja. Hallo, Herr Doktor. Der neue Investitionsplan. Simone wird gar nicht merken, was er darin belegt. Besser, Simone kriegt das nicht zu Gesicht. Sind Sie verrückt geworden? Was ist denn jetzt? Ich dachte, ja, wollen Sie den Laser nicht mehr? Man bekommt nicht immer das, was man will. Könnten Sie sich vielleicht etwas klarer ausdrücken? Also, wir hatten doch eine Übereinkunft. Betonung auf Warten, ich habe gekündigt. Bitte? Wie gesagt, nichts im Leben ist ohne Risiko. Ich kann es dir nicht erklären, ich verstehe es ja selber kaum. Ich kann es aber auch nicht ändern, es ist einfach da. Und es zu ignorieren würde uns beide nur unglücklich machen. Es tut mir leid, dass ich dich belogen habe. Ich war einfach zu feige. Ich wollte dir nicht wehtun. Das klingt vielleicht komisch, aber ansonsten war ich dir immer treu. Das weiß ich doch. Ich kann nur so gar nichts machen. Ich kann ja nicht mal böse sein. Wenn ich hier rauskomme, dann suche ich mir eine Wohnung. Und lass uns einen guten Ausgang weg. Bist du sicher, dass du einen neuen Job willst? Vorher nicht. Ich will ihn nicht verlieren. Nicht ganz. Ich will auch eigentlich nicht das machen, was geht. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber vielleicht schaffen wir das ja zusammen. Das wäre schön. Mit sofortiger Wirkung. Ja, Dr. Schöne nimmt seinen Resturlaub und wird nicht wieder in unsere Klinik zurückkehren. Das heißt also, wir haben erneut keinen Chefarzt. Lieber Heilmann, können wir Sie nicht überreden, wieder als Chefarzt zu arbeiten? Alle Kollegen werden das befürworten. Ich danke Ihnen für das Vertrauen, aber ich habe mich entschieden, nein. Nein. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als für eine Übergangszeit den Posten des Chefarztes selbst zu übernehmen. Wir alle wissen das zu schätzen. Das ist definitiv nur eine Interimslösung. Und deshalb müssen wir vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und deshalb bitte ich Sie, wenn Sie irgendein Problem haben, dann kommen Sie zu mir. An dieser Stelle möchte ich Frau Dr. Eichhorn herzlich danken, dass sie mich ins Vertrauen gezogen hat. Und das wünsche ich mir übrigens von Ihnen allen. So, das war's. Danke. Nochmal noch zur Arbeit. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Ich glaube, ich bin zu weit gegangen.
wissen Sie. Allerdings. Entschuldigung angenommen. Musik aus. Ach, herrlich. Das kann ja noch eine Weile dauern. Ist er stabil? Bis jetzt noch. Mir macht Sorgen, dass er so viel Blut verloren hat. Also Beeilung. Ich hab's Ihnen doch prophezeit. Heilmann wird für Simoni immer die Nummer 1 bleiben. Sie sind nur sein Lückenbüßer. Darum müssen wir Heilmann ja auch loswerden. Und wie? Bisher haben Ihre Maßnahmen nichts gebracht. Gemacht, gemacht. Ich arbeite daran. Dr. Heilmann kriege ich dazu, dass er freiwillig geht. Und dann wird Brentano, sein Liebling, auch bald seinen Hut nehmen. Es wäre allerdings schön, wenn Brentano und seine volllaute Freundin sich die Wohnung nicht mehr leisten könnten. Dann wäre ich sie als Nachbarn los. Schön, wenn ich Ihnen eine Freude machen kann. Wir brauchen Ergebnisse. Simoni ist nicht dumm. Wenn der mitbekommt, was wir hier vorhaben... Das wird der erste, wenn es zu spät ist und wir die Klinik leiten. Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Marquardt. Wir schaffen das. Dr. Eichhorn haben wir schon auf unserer Seite. Und jetzt sollten wir den nächsten Teil unseres Plans starten. Ich brauche den neuen Hautlaser. Wie soll ich Simoni die Anschaffung eines Gerätes erklären, das einen 6-stelligen Euro-Betrag verschlingt? Am besten gar nicht, setzen Sie das Gerät einfach auf die Investitionsliste. Und ich sorge dann dafür, dass wir zahlungskräftige Privatpatienten bekommen, die sich von mir und Dr. Eichhorn gern verjüngen lassen. Auf Ihr Risiko? Dann sind wir uns ja einig. Sie besorgen das Gerät und ich kümmere mich um Heilmann und Simoni. Und, gibt's schon was Neues? Ich habe ihn wirklich nicht gesehen. Ich habe in den 12 Jahren bei dir keinen einzigen Unfall gebaut. Und? Weiß ich doch. Bauer. Heilmann. Tag. Ihr Mann hat sich bei dem Unfall einen sehr komplizierten Schienbeinbruch zugezogen. Wir haben ihn operiert und hoffen, dass wir das Bein retten können. Was heißt denn hier hoffen? Der Florian wird doch wieder, oder? Wenn keine Komplikationen auftreten, wir müssen abwarten. Kann ich ihn sehen? Ich bringe Sie zu ihm. Dr. Heilmann? Das ist schön, dass Sie sprechen. Schwester Yvonne zeigt Ihnen den Weg, Herr Bauer. Kommt dann gleich nach. Kommen Sie bitte. Grüß ihn von mir. Ja? Sie wollten mich sprechen? Setzen Sie sich. Wie war Ihr Tag bisher? Diverse Neueinlieferungen, volle Station, gerade eben noch eine sehr komplizierte offene Schienbeinkopffraktur. Normales Programm. Und Besserung ist leider nicht in Sicht. Da fragt man sich doch manchmal, wie lange man das noch mitmachen will. Ja, ich beklag mich ja nicht. Ich liebe meinen Beruf umso mehr, seit ich wieder Oberarzt bin. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber sagen Sie, das soll Ihre Perspektive sein, bis zur Rente? Ja, wenn nicht dazwischen kommt. Viele Oberärzte in meiner alten Klinik haben sich irgendwann für eine eigene Praxis entschieden. Von denen hat es keiner bereut. Weniger Stress, ganz gutes Geld. Den ganzen Tag Rezepte ausschreiben. Bewegen. Das ist wesentlich besser als befürchtet. Wir können Ihr Bein erhalten. Das ist immer eine gute Nachricht. Aber es wird noch eine Weile dauern, ehe Sie wieder voll einsatzfähig sind. Ich werde es meiner Chefin sagen. Die wird nicht gerade begeistert sein. Ich schaffe die Arbeit auch eine Weile allein. Eine Sache gibt es noch, ich will Sie nicht beunruhigen, aber Ihre Gefäße machen uns etwas Sorgen. Wir müssen Ihnen nochmal Blut abnehmen für ein paar Tests. Entschuldigung. Ich bin schon fertig. Kommen Sie rein. Dankeschön. Ja, nun stehe ich da wie mir Gott in der Pudel. Mein Bein bleibt dran. Zum Glück. Das hätte ich mir nie verziehen. Ich dir auch nicht. Wenn du schon wieder drauf bist, kannst du ja gar nicht so schlimm sein. Kann ich irgendwas für dich tun? Greif deiner besten Freundin ein bisschen unter die Arme, dass der Laden nicht im Bach runtergeht. Versprochen. Bis nachher. Tschüss. Warst du gestern mit Florian im Kino? Ja, wieso? Nichts. Was denn? Ich dachte, er hat eine Affäre und hat dich mal als Vorwand benutzt. Florian war schon ewig nicht im Kino. Ja, ich habe ihn gefragt, ob er mitkommt. Sollte ich vielleicht auch mal wieder machen. Vergiss einfach, was ich gesagt habe. Komm, ich fahr dich. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Der Treffpunkt zwischen der Magenstumpfnaht und der Anastomosennaht ist der schwierigste Part. Hm. Aber das kriegen Sie hin. Möchte jemand? Hm. Dann setz ich mal frischen Kaffee auf, was? Ich nehme auch ein Stück. Und der junge Kollege auch. Blutzucker steigert die Gedächtnisleistung. Da kann er sich besser merken, wie er die Resektion durchführen muss. Oh, tut mir leid, Dr. Brentano. Dr. Schöne hat den Tausch abgelehnt. Hat er was gegen mich? Natürlich nicht. Er meint nur, Sie hätten noch genug Zeit. Na, danke. Sie hätten mir die OP doch gegeben, oder?
Ich habe damit nichts zu tun. Das entscheidet der Chefarzt. Nichts nicht persönlich. Nehmen Sie doch noch einen. Nein, danke. Ist Ihnen eine Laus über die Leber gelaufen? Wieso? Ja, nur so. Doch so. Ich soll ihn noch ausrichten. Dr. Schöne braucht den Entlassungsbericht. Sie wissen schon, worum es geht. Ja, wird erledigt. Probleme? Nein, nein. Ich wollte mit Ihnen noch mal wegen eines OP-Tausches sprechen. Vielleicht sollten Sie da besser Dr. Schöne konsultieren. Nicht, dass er sich übergangen fühlt. Oh, Streuselkuchen. Na, dann ist was Feines. Kaffee läuft schon durch. Hm? Dankeschön. Ich hol dir noch die Scheibe. Du machst jetzt Schluss und fährst nach Hause. Schon genug passiert heute. Und morgen hast du frei. Aber... Markus! Everybody says we're too young. Our love is not going on. They say you better go away. Cause this love is made of sorrow and pain. Love is enough. Love is enough. I know that love. Dr. Schöne, Herr Professor. Ah ja. Bitte schön. Kann ich Ihnen was bringen? Nein, danke schön. Womit kann ich Ihnen dienen, wenn Sie das haben Sie sich bei uns in der Sachsen-Team schon ein wenig eingelübt? Also, Ihr Team, ich kann Ihnen nur dazu gratulieren. Es gefällt mir wesentlich besser als erwartet. Hoffentlich bleibt das die nächsten 6 Monate so. Von mir aus gerne länger. Ich will ehrlich zu Ihnen sein. Ich habe um dieses Gespräch gebeten, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, längerfristig bei Ihnen zu bleiben. Vorausgesetzt, Sie wollen mich. Fachlich gesehen, ja. Aber Sie wissen, ich stehe bei Dr. Heimann im Wort. Er hat 6 Monate Zeit zu entscheiden, ob er wieder als Chefarzt arbeiten will. Ich will Sie nicht bedrängen, aber ich möchte gern rechtzeitig wissen, ob ich bei Ihnen eine Perspektive habe. Wenn Dr. Heimann bei seiner Entscheidung bleibt, auf alle Fälle. Dennoch, ich möchte jetzt schon einige Dinge anschieben, die die Klinik voranbringen. Sie wissen, ich fördere alle Initiativen meiner Mitarbeiter, wenn sie im Interesse unserer Klinik sind. Gut. Ist mal wieder spät geworden gestern. Ich war noch was trinken. Das wird ja wohl erlaubt sein an einem langen Tag. Passiert nur leider ein bisschen häufig in letzter Zeit. Soll ich dich in Zukunft um Erlaubnis bitten? Markus ist mal wieder zu schnell gefahren. Aber diesmal zahlt er die Strafe selbst. Ich will das nicht übernehmen. Wie viel ist es denn? Seit wann bist du so großzügig unseren Fahrern gegenüber? Das sind 50 Euro, die zahlt er. Markus ist dein bester Freund. Das mag ja sein. Aber ich finde, manchmal sollte man Freundschaft und Geschäft trennen. Ich denke, das sieht er auch so. Bist du überhaupt sicher, dass er es war? Florian, ich habe die Fahrtenschreiber kontrolliert. Ich rede nochmal mit ihm. Sieht so sexy aus, wie Sie die Spritzen aufziehen, Schwester. Ich bin kurz davor, Sie zu fragen, ob ich nicht auch eine kriege. Dazu müssten Sie erst unser Patient werden, Herr Doktor. Aber wenn Sie mich heute Abend zum Essen einladen... Privatpraxis wäre nichts für mich. Außerdem, mir gefällt es hier an der Sachsenklinik immer noch sehr gut. Dann hoffe ich, dass es auch in Zukunft so bleibt. Sonst noch was? Nein. Dr. Heimann, ab sofort möchte ich über jeden Ihrer Fälle informiert werden. Ich will Sie ein bisschen vom normalen Tagesgeschäft entlassen. Sie sind der Chefarzt. Hast du große Schmerzen? Mit den Schmerzmitteln ist es auszuhalten. Mach dir mal keine Sorgen, das wird schon wieder. Wo ist denn Markus? Der ist zurück in die Spedition. Aber ich soll dich natürlich ganz lieb grüßen. Ich glaube, er macht sich Sorgen, dass du ihm die Schuld gibst. Aber es war nicht seine Schuld. Ich bin einfach nicht schnell genug auf die Rampe gekommen. Ruf ihn an. Sag ihm, dass er herkommen soll. Jetzt ruh dich doch erstmal aus. Ich sag ihm schon, dass du nicht sauer bist. Ich möchte ihm aber gerne selber sagen. Jetzt lass uns doch erstmal abwarten, was mit deinem Bein ist. Mit dem Bein wird schon alles gut gehen. Ja, und wenn nicht? Dann ist es auch nicht seine Schuld. Jetzt tu mir bitte den Gefallen und ruf ihn an. Hast du seine Nummer? Ich habe mein Handy in der Aufregung liegen lassen. Mein Telefon ist in der Jacke. Die hat die Schwester bestimmt in den Schrank gehängt. Du kannst so stur sein, ja? Das glaubt man überhaupt nicht. Du warst gestern Abend im Kino? Ich dachte, du warst einen Trinken. War ich auch. Aber erst nach dem Kino. Markus wollte unbedingt den Film sehen und da bin ich kurz entschlossen mit. Wenn du telefonieren gehst, dann frag doch gleich mal, wie man den Apparat hier in Gang kriegt. Trauen Sie sich die
Wagner-Resektion nicht zu. Davon kann keine Rede sein. Das hätte mich jetzt auch wirklich irritiert. Immerhin will ich Sie zu meiner Oberärztin machen. Danke. Sie wissen, wie sehr ich mich über das Angebot freue. Ich frage nur, weil Dr. Brentano die OP für seinen Facharzt braucht. Braucht der Patient einen erfahrenen Chirurgen nicht noch etwas nötiger? Dr. Brentano hat noch genügend Zeit, seinen Katalog zu vervollständigen. Ja, schon, aber er... Ende der Diskussion. Ich schätze Ihre Kollegialität. Aber lassen Sie die Personalentwicklung bitte meine Sorge sein. Ich bin gleich wieder da, einen Moment. Ach, Frau Dr. Eichhorn, ist Dr. Schöne gar nicht da? Er sollte gleich zurückkommen. Ach, naja, Sie wissen ja auch Bescheid. Sagen Sie, möchte er diesen Hautlaser oder den größeren? Tut mir leid, keine Ahnung. Aber seit wann sind Sie so spendabel? Den Laser, die neue Oberarztstelle? Man muss Prioritäten setzen. Außerdem, die neue Oberarztstelle ist ja kostenneutral, wird ja nur neu besetzt. Ich habe leider nicht so viel Zeit. Würden Sie Dr. Schöne bitte ausrichten, wenn er zurückkommt, dass er einmal kurz bei mir vorbeischaut? Jetzt versuchen Sie mal, Ihre Zehen zu... Überlege ich es mir vielleicht. Ich soll dich schon wieder einladen? Was heißt schon wieder? Ich muss doch irgendeinen Vorteil davon haben, mit einem gut verdienenden Arzt zusammen zu sein. Also gut verdient, davon wüsste ich. Wir können gerne Gehälter tauschen. Außerdem wirst du bestimmt noch mal Chefarzt. Enttäusch mich nicht. Gut, dass du endlich die Maske fallen lässt. Pass auf, sonst nehme ich mir noch eine andere. Wir sollen mir Konkurrenz machen. Frau Dr. Eichhorn, könnten Sie mir einen Riesengefallen tun? Klar, worum geht's? Dr. Schöne hat Sie doch für die Magenresektion eingeteilt. Und Sie wissen doch, wie selten die ist. Ich bräuchte die noch für meinen OP-Katalog. Könnten Sie die OP an mich abtreten? Ach. Bitte. Beredet. Ich frage den Chef. Und was bekomme ich dafür? Was halten Sie davon, wenn Sie mit mir und Arzu essen gehen? Auf meine Kosten. Heute kann ich leider nicht, aber ich komme drauf zurück, ja? Tschüss. Was fällt dir ein, die Eichhorn zu fragen, ob sie mit uns essen will? Du weißt doch ganz genau, dass ich sie nicht mag. Deshalb habe ich sie eingeladen. Danke. Möchtest du heute Nacht auf dem Sofa schlafen? Eifersucht ist einfach... Sie ist nett und hilfsbereit. Ihr solltet wirklich versuchen, miteinander auszukommen. Und warum? Weil wir uns als Kollegen respektieren sollten. Da muss man manchmal über seinen Schatten springen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich dachte, er ist zur Seite gegangen. Markus, das weiß ich doch. Ich spreche wohl noch. Wo bleibt denn nur der Rettung? Keine Ahnung. Hier. Jetzt ganz ruhig. Jetzt mach doch irgendwas, dann ruf halt nochmal an. Florian? Florian! Da ist er. Ich kann seinen Puls nicht mehr fühlen. Alles vorbereitet? Ja. Ich wüsste gar nicht, dass du heute fährst. Hast du viel Blut verloren? Ja, ziemlich. Hast du schon abgenommen? Ja. Schwester ins Labor damit. Ich war schon bewusstlos, als ich kam. Offene Schienbeinkopffraktur. Sieht ziemlich übel aus. Dann sollten wir uns beeilen. Was haben wir denn hier für ein Gedudel im OP? Dr. Schöne meint, dass es ihm hilft, sich zu konzentrieren. Ihm vielleicht, mir nicht. Oder bestehst du drauf, Katrin? Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Aber du bist der Boss. Nicht mehr. War immerhin der Operateur. Ihm scheint die Musik ja ganz besonders gut zu gefallen. Ja, mir gefällt's. Aber wenn es sie stört... Musst du nicht arbeiten? Nee. Was ist denn das? Mach's auf. Wochenende für zwei. Nizza. Irgendwas erzähl ich mal, Reike. Ja, irgendwas wird dir schon einfallen, oder? Ich versuche mein Bestes. Sie hat mich gefragt, ob du eine Geliebte hast. Was hast du gesagt? Ja, nichts. Ich habe mich tierisch beschissen gefühlt. Du musst mit ihr reden, oder willst du es nicht? Doch, aber... Ich weiß selber noch nicht so genau, was das mit uns beiden ist. Verstehe. Ich werde es dir sagen. Ich rede mit dir. Könnt ihr sie mal alle ansprechen? Klar. Ich komme wieder, wenn ihr fertig seid. Die Laboruntersuchung hat extrem hohe Cholesterinwerte in Ihrem Blut ergeben. 400 Milligramm pro Deziliter. Bei einem Mann in Ihrem Alter wären maximal 200 normal. Essen Sie sehr unregelmäßig viel Fastfood? Weder noch. Hat irgendjemand bei Ihnen in der Familie Probleme mit den Cholesterinwerten? Nicht, dass ich wüsste. Meine Mutter ist kerngesund. Mein Vater ist allerdings relativ früh verstorben. Woran?
Brentano und sein Liebling auch bald seinen Hut nehmen. Es wäre allerdings schön, wenn Brentano und seine vorlaute Freundin sich die Wohnung nicht mehr leisten könnten. Dann wäre ich sie als Nachbarn los. Schön, wenn ich ihnen eine Freude machen kann. Wir brauchen Ergebnisse. Simone ist nicht dumm. Wenn der mitbekommt, was wir hier vorhaben... Das wird der Erste, der es zu spät ist. Und wir die Klinik leiten. Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Marquardt. Wir schaffen das. Dr. Eichhorn haben wir schon auf unserer Seite. Und jetzt sollten wir den nächsten Teil unseres Plans starten. Ich brauche den neuen Hautlaser. Wie soll ich Simone die Anschaffung eines Gerätes erklären, das einen sechsstelligen Eurobetrag verschlingt? Am besten gar nicht, setzen Sie das Gerät einfach auf die Investitionsliste. Und ich sorge dann dafür, dass wir zahlungskräftige Privatpatienten bekommen, die sich von mir und Dr. Eichhorn gern verjüngen lassen. Auf Ihr Risiko. Dann sind wir uns ja einig. Sie besorgen das Gerät und ich kümmere mich um Heilmann und Simone. Und gibt's schon was Neues? Ich habe ihn wirklich nicht gesehen. Ich habe in den 12 Jahren bei dir keinen einzigen Unfall gebaut. Weiß ich doch. Bauer. Heilmann. Tag. Ihr Mann hat sich bei dem Unfall einen sehr komplizierten Schienbeinbruch zugezogen. Wir haben ihn operiert und hoffen, dass wir das Bein retten können. Was heißt denn hier hoffen? Der Florian wird doch wieder, oder? Wenn keine Komplikationen auftreten, wir müssen abwarten. Kann ich ihn sehen? Ich bringe Sie zu ihm. Herr Heilmann. Schön, dass Sie sprechen. Schwester Yvonne zeigt Ihnen den Weg, Herr Bauer. Nicht raus. Ich vielleicht nicht, aber Dr. Brentano, den hat er nämlich auch auf dem Kicker. Ich kümmere mich drum. Kollegen, wir müssen. Wenn ihr mir helfen wollt, dann passt auf mich auf. Und sorgt dafür, dass ich nur kleine Fehler mache. Guten Morgen. Morgen. Ist es ein guter Morgen? Ich habe gehört, es soll regnen. Blitzgewitter? Ich hoffe, es bleibt bei einem Schauer. Hm? Ach, Ring, dann würde ich aber an deiner Stelle das Cabrio zumachen. Oh, Katrin. Was denn? London. Warum bist du gestern nicht nochmal gekommen? Wir sehen, dass Mareike bei dir war, dann wollte ich nicht stören. Und wie hat sie reagiert? Wir haben noch nicht drüber geredet. Es hat sich nicht ergeben. Das war irgendwie nicht der richtige Zeitpunkt. Und wann ist der richtige Zeitpunkt? Im Urlaub am Strand? Du Schatz, was ich dir sagen wollte, das ist zwar wunderschön hier, aber ich habe ein Verhältnis mit Markus und wir sollten uns trennen. Ich werde es ihr sagen. Wann? Gib mir noch ein bisschen Zeit. Nicht die Schwester kommt gleich. Na und? Ja, Mann, weißt du, was ich glaube? Du schiebst Mareike vor, weil du Angst hast. Du bist doch Blödsinn. Ja, dann beweis es mir. Vielleicht habe ich einen Grund. Wir arbeiten beide für Mareike. Sollen wir uns als Arbeitslose glücklich die Händchen halten? Das ist es also. Dein bequemes Leben als Geschäftsführer im Laden deiner Frau ist in Gefahr. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin völlig durcheinander. Kannst du das nicht wenigstens ein bisschen verstehen? Du hattest Jahre Zeit für dein Coming-out. Und von mir verlangst du, dass es Sinn hat. Das Risiko einer Bypass-Operation ist wesentlich höher. Ich habe keine Lust, dass meine Klinik in die Schlagzeilen kommt, nur weil Ihnen ein Patient unter den Händen wegstirbt. Eine Dilatation wird dem Patienten Ihrer Klinik nicht helfen. Das werden wir ja sehen. Ich übernehme. Gut. Dr. Kreuzer, Sie assistieren mir. Mundschutz und Mütze für mich. Mundschutz und Mütze für Dr. Schöne. Frau Marquardt hat angerufen. Es geht um den Investitionsplan. Sie meint die Streichliste. Ja? Entschuldigung, Herr Professor, haben Sie kurz Zeit für mich? Für meine charmante Kollegin, die so selten bei mir vorbeischaut, habe ich eigentlich immer Zeit. Was sagt der Terminkalender? Kriegen wir das hin? Wir kriegen alles hin, Chef. Kein Problem. Bitte, Frau Dr. Eichhorn. Na, was kann ich für Sie tun? Meine Kündigung akzeptieren und mich bitte so schnell wie möglich aus meinem Vertrag entlassen. Gibt es dafür eine Begründung? Es sind verschiedene Sachen zusammengekommen. Ich habe immer gedacht, Sie fühlen sich in unserer Klinik sehr wohl. Tue ich doch auch, aber manchmal verändern sich Dinge. Zum Beispiel? Ich kann meine Arbeit aber ohne gegenseitiges Vertrauen nicht machen. Ich bitte Sie, überstürzen Sie nichts. Ich werde darüber noch mal gründlich nachdenken und dann sprechen wir uns noch mal in ein paar Tagen. Barbara? Ja? Sagen Sie Dr. Schöne, dass ich ihn sehen will. Sofort, Chef. Herr Dr. Heilmann? Ist die OP schon vorbei? Wie geht's, mein Mann? Es geht ihm den Umständen entsprechend, die OP läuft noch. Was machen Sie immer hier? Der Dr. Schöne hat die OP übernommen, der Chefarzt. Er ist ein exzellenter Chirurg. Was soll das heißen? Soll das heißen, dass er vielleicht stirbt? Durch den Eingriff hat jemand gute Chancen, dass er den Infarkt überlebt. Warum gehen Sie nicht in die Cafeteria oder in den Nebenhof? Wir lassen Sie rufen, sobald die OP vorbei ist. Kennen Sie das Stück? Nein. Händel? Sie sind doch beide aus Leipzig, oder? Ja. Bach, weltliche Kantaten.
Schafe können sicher weiden, wo ein guter Hirte wacht. Na dann. Sieht so sexy aus, wie Sie die Spritzen aufziehen, Schwester. Ich bin kurz davor, Sie zu fragen, ob ich nicht auch eine kriege. Dazu müssten Sie erst unser Patient werden, Herr Doktor. Aber wenn Sie mich heute Abend zum Essen einladen... Privatpraxis wäre nichts für mich. Außerdem, mir gefällt es hier an der Sachsenklinik immer noch sehr gut. Dann hoffe ich, dass es auch in Zukunft so bleibt. Sonst noch was? Nein. Dr. Heilmann, ab sofort möchte ich über jeden Ihrer Fälle informiert werden. Ich will Sie ein bisschen vom normalen Tagesgeschäft entlassen. Sie sind der Chefarzt. Hast du große Schmerzen? Es geht. Mit den Schmerzmitteln ist es auszuhalten. Jetzt macht er mal keine Sorgen, es wird schon wieder. Wo ist denn Markus? Der ist zurück in die Spedition. Aber ich soll dich natürlich ganz lieb grüßen. Ich glaube, er macht sich Sorgen, dass du ihm die Schuld gibst. Ja, aber es war nicht seine Schuld. Ich bin einfach nicht schnell genug auf die Rampe gekommen. Ruf ihn an. Sag ihm, dass er herkommen soll. Jetzt ruh dich doch erst mal aus. Ich sag ihm schon, dass du nicht sauer bist. Ich möchte ihm aber gerne selber sagen. Jetzt lass uns doch erst mal abwarten, was mit deinem Bein ist. Mit dem Bein wird schon alles gut gehen. Ja, und wenn nicht? Dann ist es auch nicht seine Schuld. Jetzt tu mir bitte den Gefallen und ruf ihn an. Hast du seine Nummer? Ich habe mein Handy in der Aufregung liegen lassen. Mein Telefon ist in der Jacke. Die hat die Schwester bestimmt in den Schrank gehängt. Nur so. Komm, du fragst doch nie nur so. Ehrlich gesagt, wäre es mir Schnuppe, ob du mich mit einem Mann oder einer Frau betrügst. Ich will meinen Mann mit niemandem teilen. Für mich würde das fertig machen, wenn du was mit einer Dame anfängst. Mehr als mit einem Herrn. Heißt das, mit einem Typen darf ich? Mit einer Frau nicht? Nee, das heißt nicht. Heißt das nicht. Hast du eigentlich Vorurteile gegenüber Homosexuellen? Nee, habe ich nicht. Schade. Kommst du und krimmst mir den Rücken ein? Bin schon im Bett. Wenn der Prophet nicht zum Berg, dann... Es heißt, wenn der Berg nicht zum Propheten kommt. Studiert er Besserwisser. Ich war noch nicht fertig. Wenn du dich in unserem Bett schon medizinisch fortbilden musst, dann am lebenden Objekt. Und ich habe nichts dagegen, Herr Doktor, wenn diese Untersuchung Sie erregt. Tut mir leid, ich habe keine Lust. Du bist den ganzen Abend schon so unerträglich. Was ist los? Die Sache mit Dr. Schön und Dr. Eichhorn, die geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Super! Jetzt hat die Eichhorn schon geschafft, in unser Bett zu kommen. Vielleicht solltest du sie fragen, ob sie bei uns einziehen möchte. Würdest du mein Problem bitte ernst nehmen? Was wurmt dich eigentlich? Dass die Eichhorn Schönes Liebling ist und du nicht? Quatsch! Wer es glaubt? Na, Heike, ich weiß, die ganze Geschichte ist bestimmt unheimlich verletzend für dich, aber... Warum hast du es dann überhaupt gemacht? Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so verraten gefühlt. Unsere Freundschaft, die ist dir doch ein Scheiß wert. Das stimmt nicht. Sie ist mir sogar wahnsinnig viel wert. Dann beweis es mir. Markus, deine längste Beziehung. Wie lange hatten die gehalten? Ein Jahr. Anderthalb. Lohnt es sich dafür, meine Ehe kaputt zu machen? Ach, jetzt liegt plötzlich alles an mir, ja? Und was ist bitte mit Flo? Glaubst du im Ernst, ich hätte ihn verführt? Ich wollte kündigen, um ihm aus dem Weg zu gehen, aber er hat mich gebeten zu bleiben. Du hast die Wahl. Entweder du hältst dich von Florian fern oder du bist deinen Job los. Das ist nicht dein Ernst. Na, Reike, bitte. Ich habe sie gesucht. Immer noch sauer wegen der OP? Nein. Ich habe sie wirklich zweimal bei Dr. Schöne vorgeschlagen. Ich bin mir sicher, dass sie ihre Chance bald bekommen. Sobald Sie die OP sein dann. Was soll das? Sie sind doch so mit Dr. Schöne. Ich weiß nicht, worauf Sie anspielt. Machen Sie mir bitte nichts vor. Was hat er Ihnen vorgeschlagen? Eine Stelle ein. Ja? Dr. Schöne, Herr Professor. Ah ja. Bitte schön. Kann ich Ihnen was bringen? Nein, danke schön. Womit kann ich Ihnen dienen, wenn Sie Platz? Sich bei uns in der Sachsen-Klinik schon ein wenig eingelebt. Also, Ihr Team, ich kann Ihnen nur dazu gratulieren. Es gefällt mir wesentlich besser als erwartet. Hoffentlich bleibt das die nächsten 6 Monate so. Von mir aus gerne länger. Ich will ehrlich zu Ihnen sein. Ich habe um dieses Gespräch gebeten, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, längerfristig bei Ihnen zu bleiben. Vorausgesetzt, Sie wollen mich. Fachlich gesehen, ja. Aber Sie wissen, ich stehe bei Dr. Heilmann im Wort. Er hat 6 Monate Zeit zu entscheiden, ob er wieder als Chefarzt arbeiten will. Ich will Sie nicht bedrängen, aber ich möchte gern rechtzeitig wissen, ob ich bei Ihnen eine Perspektive habe. Wenn Dr. Heilmann bei seiner Entscheidung bleibt, auf alle Fälle. Dennoch, ich möchte jetzt schon einige Dinge anschieben, die die Klinik voranbringen. Sie wissen, ich fördere alle Initiativen meiner Mitarbeiter, wenn sie im Interesse unserer Klinik sind. Gut. Ist mal wieder spät geworden gestern. Ich war noch was trinken.
Das wird ja wohl erlaubt sein an einem langen Tag. Passiert nur leider ein bisschen häufig in letzter Zeit. Soll ich dich in Zukunft um Erlaubnis bitten? Kann ich Ihnen was bringen? Nein, danke schön. Womit kann ich Ihnen dienen, wenn Sie das... Haben Sie sich bei uns in der Sachsen-Klinik schon ein wenig eingelebt? Also, Ihr Team, ich kann Ihnen nur dazu gratulieren. Es gefällt mir wesentlich besser als erwartet. Hoffentlich bleibt das die nächsten 6 Monate so. Von mir aus gerne länger. Ich will ehrlich zu Ihnen sein. Ich habe um dieses Gespräch gebeten, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, längerfristig bei Ihnen zu bleiben. Vorausgesetzt, Sie wollen mich. Fachlich gesehen, ja. Aber Sie wissen, ich stehe bei Dr. Heilmann im Wort. Er hat 6 Monate Zeit zu entscheiden, ob er wieder als Chefarzt arbeiten will. Ich will Sie nicht bedrängen, aber ich möchte gern rechtzeitig wissen, ob ich bei Ihnen eine Perspektive habe. Wenn Dr. Heilmann bei seiner Entscheidung bleibt, auf alle Fälle. Dennoch, ich möchte jetzt schon einige Dinge anschieben, die die Klinik voranbringen. Sie wissen, ich fördere alle Initiativen meiner Mitarbeiter, wenn sie im Interesse unserer Klinik sind. Gut. Ist mal wieder spät geworden gestern. Ich mach noch was trinken. Das wird ja wohl erlaubt sein an einem langen Tag. Passiert nur leider ein bisschen häufig in letzter Zeit. Soll ich dich in Zukunft um Erlaubnis bitten? Markus ist mal wieder zu schnell gefahren. Aber diesmal zahlt er die Strafe selbst. Ich will das nicht übernehmen. Wie viel ist es denn? Seit wann bist du so großzügig unseren Fahnen gegenüber? Das sind 50 Euro. Die zahlt er. Markus ist dein bester Freund. Das mag ja sein. Warst du gestern mit Florian im Kino? Ja, wieso? Nichts. Was denn? Ich dachte, er hat eine Affäre und hat dich mal als Vorwand benutzt. Florian war schon ewig nicht im Kino. Ja, ich habe ihn gefragt, ob er mitkommt. Sollte ich vielleicht auch mal wieder machen. Vergiss einfach, was ich gesagt habe. Komm, ich fahre dich. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Der Treffpunkt zwischen der Magenstumpfnaht und der Anastomosennaht ist der schwierigste Part. Hm. Aber das kriegen Sie hin. Möchte jemand? Dann setze ich mal frischen Kaffee auf, was? Ich nehme auch ein Stück. Und der junge Kollege auch. Blutzucker steigert die Gedächtnisleistung. Da kann er sich besser merken, wie er die Resektion durchführen muss. Oh, tut mir leid, Dr. Brentano. Dr. Schöne hat den Tausch abgelehnt. Hat er was gegen mich? Natürlich nicht. Er meint nur, Sie hätten noch genug Zeit. Na, danke. Sie hätten mir die OP doch gegeben, oder? Ich habe damit nichts zu tun. Das entscheidet der Chefarzt. Nehmen Sie es nicht persönlich. Nehmen Sie doch noch einen. Nein, danke. Ist eine Laus über die Leber gelaufen. Wieso? Ja, nur so. Ach so. Ich soll ihn noch ausrichten. Dr. Schöne braucht... Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Marquardt. Wir schaffen das. Dr. Eichhorn haben wir schon auf unserer Seite. Und jetzt sollten wir den nächsten Teil unseres Plans starten. Ich brauche den neuen Hautlaser. Wie soll ich Simoni die Anschaffung eines Gerätes erklären, das einen 6-stelligen Euro-Betrag verschlingt? Am besten gar nicht, setzen Sie das Gerät einfach auf die Investitionsliste. Und ich sorge dann dafür, dass wir zahlungskräftige Privatpatienten bekommen, die sich von mir und Dr. Eichhorn gern verjüngen lassen. Auf Ihr Risiko. Dann sind wir uns ja einig. Sie besorgen das Gerät und ich kümmere mich um Heilmann und Simoni. Und schon was Neues? Ich habe ihn wirklich nicht gesehen. Ich habe in den 12 Jahren bei dir keinen einzigen Unfall gebaut. Weiß ich doch. Bauer. Heilmann. Tag. Ihr Mann hat sich bei dem Unfall einen sehr komplizierten Schienbeinbruch zugezogen. Wir haben ihn operiert und hoffen, dass wir das Bein retten können. Was heißt denn hier hoffen? Florian wird doch wieder, oder? Wenn keine Komplikationen auftreten, wir müssen abwarten. Kann ich ihn sehen? Ich bringe Sie zu ihm. Dr. Heilmann, Dr. Schöne möchte Sie sprechen. Schwester Yvonne zeigt Ihnen den Weg, Herr Bauer. Ich komme dann gleich nach. Kommen Sie bitte. Grüß ihn von mir. Ja? Sie wollten mich sprechen? Setzen Sie sich. Auch mit Ihnen sprechen. Ich kann Ihr Angebot nicht annehmen. Wie bitte? Ich habe mich doch wohl hoffentlich verhört. Ich möchte nicht auf Kosten anderer Karriere machen. Was meinen Sie damit? Es gibt keine Stelle. Und ich möchte nicht, dass jemand meinetwegen gehen muss. Setzt jemand solche Gerüchte in die Welt? Das sind üble Unterstellungen und ich rate Ihnen, Frau Dr. Eichhorn, hören Sie nicht darauf. Und vor allem verscherzen Sie es sich nicht mit mir, wenn Sie an der Sachsenklinik bleiben wollen. Guten Tag. Wenn Frau Dr. Eichhorn einen Termin bei Dr. Schöne hat, heißt das nicht, dass sie unter einer Decke stecken. Im Gegenteil, sie hat ihn gestern nur richtig auflaufen lassen. Und wenn das geplant war, um uns Sand in die Augen zu streuen? Warum fragen wir sie nicht einfach? Wieso sollte sie uns die Wahrheit sagen? Dr. Schöne und Sie wissen doch, dass Sie beide nicht mit offenen Karten spielen können. Das sind nur Mutmaßungen. Aber, oh, störe ich? Also mich nicht. Ich war gerade dabei, den Kollegen zu erklären, dass wir uns bei der Beurteilung unserer Fälle von Fakten leiten lassen sollten und nicht von Spekulationen. Meine Patienten rufen. Ich muss ins Labor. Ich komme mit.
Könnten Sie bitte noch einen Moment hier bleiben? Ich muss Sie sprechen. Ich weiß, dass Sie und Ihre Kollegen glauben, dass ich mit Dr. Schöne paktiere. Dem ist aber nicht so. Geht um den Investitionsplan. Sie meinen die Streichliste. Ja? Entschuldigung, Herr Professor, haben Sie kurz Zeit für mich? Für meine charmante Kollegin, die so selten bei mir vorbeischaut, habe ich eigentlich immer Zeit. Was sagt der Terminkalender? Kriegen wir das hin? Wir kriegen alles hin, Chef. Kein Problem. Bitte, Frau Dr. Eicher. Na, was kann ich für Sie tun? Meine Kündigung akzeptieren und mich bitte so schnell wie möglich aus meinem Vertrag entlassen. Gibt es dafür eine Begründung? Es sind verschiedene Sachen zusammengekommen. Ich habe immer gedacht, Sie fühlen sich in unserer Klinik sehr wohl. Tue ich doch auch, aber manchmal verändern sich Dinge. Zum Beispiel? Oh. Sie werden verstehen, dass ich Sie nicht einfach so gehen lassen kann. Es wäre wirklich ein großer Verlust für unser Haus. Es wäre ein noch viel größerer Verlust, wenn andere Kollegen gehen müssten. Ich weiß von keinen bevorstehenden personellen Veränderungen. Haben Sie mit Dr. Schöner schon drüber gesprochen? Das ist ein Teil des Problems. Dr. Schöner und ich haben sehr unterschiedliche Auffassungen über Karriereplanung. Würde ein Gespräch zu dritt nützen? Das glaube ich nicht. Das ist wie in einem Fußballverein. Wenn man das Vertrauen des Trainers verloren hat, muss man gehen. Gib's Mareike vor, weil du Angst hast. Du bist doch Blödsinn. Ja, dann beweis es mir. Vielleicht habe ich einen Grund. Wir arbeiten beide für Mareike. Sollen wir uns als Arbeitslose glücklich die Händchen halten? Das ist es also. Dein bequemes Leben als Geschäftsführer im Laden deiner Frau ist in Gefahr. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin völlig durcheinander. Kannst du das nicht wenigstens ein bisschen verstehen? Du hattest Jahre Zeit für dein Coming-out. Und von mir verlangst du, dass ich innerhalb von ein paar Wochen mein ganzes Leben auf den Kopf stelle. Dann machen wir das jetzt so. Jetzt redet ihr selber miteinander und wenn ihr euch dann irgendwann mal geeinigt habt, dann rufst du mich an. Und heute noch, das ist klar. Und deine SMS klang so dringend. Ist jemand ausgefallen? Lass uns ins Büro gehen, ne? Ach, haben Sie niemand Zeit? Für Sie immer. Was kann ich für Sie tun? Für mich müssen Sie nichts tun, sondern für sich. Bieten Sie Dr. Schöne in nächster Zeit möglichst wenig Angriffsflächen. Ich weiß nicht, was genau Sie meinen. Wenn ich Ihnen jetzt sage, behalten Sie bitte für sich. Dr. Schöne ist ein Machtmensch, der seine eigene Position absichern möchte. Das macht man, indem man persönliche Loyalitäten schafft. Und dafür muss man Positionen strategisch besetzen. Und was hat das mit mir zu tun? Erstmal muss man seine Gegner loswerden und dann deren Posten den eigenen Leuten geben. Verstehen Sie, was ich meine? Warum sollte er mich loswerden wollen? Weil ich Sie zu oft gelobt habe, in dem Übel, dass Sie mir gegenüber loyal sind. Ich habe damit nichts zu tun. Das entscheidet der Chefarzt. Nicht persönlich. Nehmen Sie doch noch einen. Nein, danke. Entschuldigung, Herr Professor. Ist eine Laus über die Leber gelaufen. Wieso? Ja, nur so. Doch so. Ich soll ihn noch ausrichten. Dr. Schöne braucht die Entlassungsberichte. Sie wissen schon, worum es geht. Ja, wird erledigt. Probleme? Nein, nein. Ich wollte mit Ihnen noch mal wegen eines OP-Tausches sprechen. Vielleicht sollten Sie da besser Dr. Schöne konsultieren. Nicht, dass er sich übergangen fühlt. Oh, Streusekuchen. Na, danke, was meinst du? Kaffee läuft schon durch. Dankeschön. Ich hol dir noch die Scheibe. Du machst jetzt Schluss und fährst nach Hause. Ist schon genug passiert heute. Und morgen hast du frei. Aber... Markus! Everybody say you're too young. Our love is not going on. They say you better go away. Cause this love is made of song. Hier an der Sachsenklinik immer noch sehr gut. Dann hoffe ich, dass es auch in Zukunft so bleibt. Sonst noch was? Nein. Dr. Heimann, ab sofort möchte ich über jeden Ihrer Fälle informiert werden. Ich will Sie ein bisschen vom normalen Tagesgeschäft entlassen. Sie sind der Chefarzt. Hast du große Schmerzen? Es geht. Mit den Schmerzmitteln ist es auszuhalten. Jetzt mach dir mal keine Sorgen, es wird schon wieder. Wo ist Markus? Er ist zurück in die Spedition. Aber ich soll dich natürlich ganz lieb grüßen. Ich glaube, er macht sich Sorgen, dass du ihm die Schuld gibst. Aber es war nicht seine Schuld. Ich bin einfach nicht schnell genug auf die Rampe gekommen. Ruf ihn an. Sag ihm, dass er herkommen soll. Jetzt ruh dich doch erstmal aus. Ich sag ihm schon, dass du nicht sauer bist. Ich möchte ihm aber gerne selber sagen. Jetzt lass uns doch erstmal abwarten, was mit deinem Bein ist. Mit dem Bein wird schon alles gut gehen. Ja, und wenn nicht? Dann ist es auch nicht seine Schuld. Jetzt tu mir bitte den Gefallen und ruf ihn an. Hast du seine Nummer? Ich habe mein Handy in der Aufregung liegen lassen. Mein Telefon ist in der Jacke. Die hat die Schwester bestimmt in den Schrank gehängt. Du
kannst so stur sein, ja? Das glaubt man überhaupt nicht. Du warst gestern Abend im Kino? Ich dachte, du warst ein Trink. Ja, ich auch. Aber erst nach dem Kino. Markus wollte unbedingt den Film sehen. Sie wollten mich sprechen? Setzen Sie sich. Wie war Ihr Tag bisher? Diverse Neueinlieferungen, volle Station, gerade eben noch eine sehr komplizierte offene Schienbeinkopffraktur. Normales Programm. Und Besserung ist leider nicht in Sicht. Da fragt man sich doch manchmal, wie lange man das noch mitmachen will. Ja, ich beklag mich ja nicht. Ich liebe meinen Beruf umso mehr, seit ich wieder Oberarzt bin. Ich will Ihnen nicht so nahe treten, aber sagen Sie, das soll Ihre Perspektive sein, bis zur Rente? Ja, wenn nichts dazwischen kommt. Viele Oberärzte in meiner Alpenklinik haben sich irgendwann für eine eigene Praxis entschieden. Von denen hat es keiner bereut. Weniger Stress, ganz gutes Geld. Also, den ganzen Tag Rezepte ausschreiben. Eine Privatpraxis wäre nichts für mich. Außerdem, mir gefällt es hier an der Sachsenklinik immer noch sehr gut. Dann hoffe ich, dass es auch in Zukunft so bleibt. Sonst noch was? Nein. Dr. Heimann, ab sofort möchte ich über jeden Ihrer Fälle informiert werden. Ich will Sie ein bisschen vom normalen Tagesgeschäft entlassen. Sie sind der Chefarzt. Hast du große Schmerzen? Mit den Schmerzmitteln ist es auszuhalten. Mach dir mal keine Sorgen, es wird schon wieder. Wo ist denn Markus? Er ist zurück in die Spedition. Aber ich soll dich natürlich ganz